year, you turned my world on its axis. Out here where anything happens, suddenly you're there in my heart. Im Vorfeld habe ich mal auf der Website geschaut. Wir können mal ganz kurz einblenden, was es da im Sortiment gibt bei Sandler. Habe ich jetzt die Typ GT-Scheiben ausgesucht. Jetzt wäre es natürlich interessant, was gibt es denn da noch und vor allem, wo sind die Vorteile bei den Bremsscheiben? Ja, es ist also immer so, es gibt jetzt meinetwegen gelochte Bremsscheiben, geschlitzte Bremsscheiben, je nachdem wie der Bremsstaub dann raus soll. Dann gibt es noch wärmebehandelte Bremsscheiben, die sind natürlich jetzt für einen Rennbetrieb auch sehr gut, weil die Hitze besser aushalten können. Mhm. Das sind so die Vor- und Nachteile bei den Bremsscheiben. Ne? Okay, aber im Endeffekt gibt es gelocht, geschlitzt und wärmebehandelte. Dann und wärmebehandelte, ja. Okay. Und dann gibt es auch noch die... Und normale Serien. Es gibt natürlich normale Serienscheiben, die dann auch gelocht sind, mhm, auch für den Bremsstaub dann. Das gibt es dann auch noch, aber die sind halt nicht so gut wie die wärmebehandelten, mhm, Bremsscheiben. Ne? Und dann gibt es ja noch die, ich glaub, wie heißt das bei euch, die RS, oder wo man dann halt wirklich den RS Teller von der Scheibe... RSA sind das, das, genau, sind die RSA-Scheiben, das ist, die haben Aluteller. Genau. Ne? Denn das ist dann quasi eine zweiteilige Bremsscheibe, mhm, wo dann auch der Aluteller drauf befestigt wird. Wenn ich mir jetzt eine neue Bremsanlage einbauen will, oder zumindest halt zumindest Scheiben und Belege, worauf sollte ich dann achten, wenn ich jetzt zum Beispiel mal nehmen sage, ich baue mir ein E36 Track Tool auf, oder irgendwas, dann... Jetzt müssen wir einen kleinen Cut machen, weil diese technischen Sachen, da müsst ihr einen Kollegen holen. Stell dich einmal vor, ja? Ich bin der Florian. Ich bin der Stefan, hallo. Stefan wird uns in Sachen Technik ein bisschen weiter beraten jetzt. Ja. So, wir haben natürlich jetzt hier, gibt es verschiedene Modelle. Es gibt einmal eigentlich die Serienbremsscheibe, die man kennt, und dann fangen eigentlich die Spezialbremsscheiben an, gelocht, ja. Dann gibt es gelocht und geschlitzt. Dann gibt es eben hier diese, die heißen bei euch immer A, ne, am Schluss. Ja, ganz genau. Genau. Das sind die Composite-Scheiben mit dem Aluminium-Nabentopf. Mhm. Also grundsätzlich muss man erstmal sagen, was haben wir, was müssen wir im Rennsport? Wir müssen, mhm, Bewegungsenergie umwandeln in Hitze. Und das ist das, was die Bremsscheibe können muss. Mhm. Eine Serienscheibe wäre beispielsweise bei einer harten Bremsmanöver, mehrere hintereinander folgenden, sehr schnell überfordert. Wird auf Deutsch gesagt die Bremsenergie in Wärme nicht richtig rechtzeitig los und reagiert mit einem unkontrollierten Dehnungs- und Ausdehnungsverhalten bei Erwärmung, mhm, und anschließend zusammenziehen. Und da sie damit nicht fertig wird, kann sie nur mit Wellenbildung antworten. Mhm. Das fühlst du im Fuß. Brrrt. Gerade dann das Pedal. Das sogenannte Fading. Das Fading ist noch etwas anderes. Da gehen wir gleich drauf ein. Also brauchen wir Material, welches in der Lage ist, die Temperatur schneller abzuführen. Mhm. Das gibt es verschiedene Wege. Eins ist die Lochung und Schlitzung, mhm, um die Oberfläche der Bremsscheibe zu vergrößern. Das kann beispielsweise schon eine Typ S-Bremsscheibe leisten. Das kann vielleicht auch eine Typ X-Bremsscheibe leisten. Mhm. Aber eben immer in Abhängigkeit mit dem Reibwert des verwendeten Bremsklotzes. Mhm. Es gibt verschiedene Qualitätsstufen in der Beschaffenheit der Scheiben. Mhm. Das ist einmal eben die Oberflächenveränderung durch Lochung oder Schlitzung. Mhm. Daneben gibt es die Möglichkeit, die Scheibe Wärme zu behandeln. Mhm. Das wäre dann hier. Wärmebehandelte Scheiben werden in bestimmten Rhythmen erhitzt und abgekühlt. Mhm. Sodass das Dehnungsverhalten beim Bremsen, das sind bei großen Bremsscheiben durchaus messbare Werte, und das anschließende Abkühlen und wieder Zusammenziehen in geregelte Bahnen gebracht werden. Damit habe ich die Gewähr, dass meine Scheibe auch unter höchsten Beanspruchung gerade bleibt, mhm, sich nicht verzieht. Das ist die Qualitätsstufen der verschiedenen Scheiben. Wärmebehandlung kann ich dazu dann noch mit einer Oberflächenbehandlung paaren. Mhm. Da gibt es dann wirklich ganz feine Sachen wie die RS oder die RX-Bremsscheiben. Mhm. Oder mein persönlicher Favorit, die GT. Genau, die haben wir jetzt nämlich auch hier liegen, ja, schon. Weil das war nämlich auch die Empfehlung von Tim. Ja. Darf ich die mal rausholen? Bitte schön, das ist selbstverständlich, darfst du die rausholen. Genau, also da das sehen wir jetzt. Das ist jetzt eine wärmebehandelte, sagt man hier geschlitzt? So, genau, die ist sowohl wärmebehandelt als auch geschlitzt. Dabei kommt die Schlitzung zum Tragen genau in der Tiefe der des Verschleißbereiches. Heißt, aha, im Umkehrschluss, wenn sich so die Schlitze so langsam verdünnisieren, wenn die so langsam verschwinden, dann ist auch die Scheibe am Ende ihres Lebenszyklus. Ich bevorzuge die GT aus folgenden Gründen. Jede Durchbohrung bzw. durch
Stoßung der Oberfläche bringt ein gewisses Risiko von Rissbildung in der Oberflächenbeschichtung mit sich. Das ist der GT völlig fremd. Sie ist nicht durchbohrt, sie ist lediglich geschlitzt. Und damit ist sie unsere robusteste Scheibe überhaupt. Mhm. Die kannst du belasten aus der Boxengasse heraus auf die erste Kurve zu, so wie du vorhin gekommen bist. Mhm. Die GT kann das. Mhm. Deswegen sage ich immer, das ist unser robustester Typ. Okay. Eins draufsetzen kann ich jetzt noch, indem ich Bremsscheiben verwende mit einem Aluminiumnabentopf. Mhm. Was bringt der? Das kommt sofort. Das ist der Nabentopf, das, was wir hier sehen. Die Anbindung der eigentlichen Bremsscheibe an die Narbe. Die Aluminiumnabentöpfe wiegen in der Regel nicht mal ganz die Hälfte des Stählernen. Mhm. Damit habe ich eine deutliche Reduzierung der ungefederten Massen. Mhm. Wir sprechen hier, da das ja die Bremsscheibe mit der Radbewegung, mit der Federung sich ja mitbewegen muss, von ungefederten Massen. Mhm. Und die möchte der Rennfahrer so gering wie möglich halten. Mhm. Damit kann ich mein Fahrwerk besser einstellen. Und zum Zweiten ist dadurch gewährleistet noch eine schnellere Temperaturabfuhr. Aluminium leitet noch schneller Temperaturen ab als Stahl. Mhm. Das ist der wichtigste und entscheidende Vorteil. Bei einer derart großen Scheibe ist der Gewichtsvorteil pro Scheibe, sagen wir mal, 800 Gramm bis ein Kilo. Boah, das ist ja schon das ordentlich. Das ist ein Wert, mit dem man arbeiten kann. Mhm, definitiv. Umso feiner definiert kann ich mein Fahrwerk beispielsweise einstellen. Die Federraten, die Dämpferraten, die der Rennfahrer bis auf wenige Kilogramm genau bestimmen kann, wenn er ein technisches Gefühl hat. Ja. So, jetzt haben wir Thema Scheiben abgearbeitet. Jetzt kommen wir zu Klötzen. Mhm. Nicht jede Scheibe funktioniert mit jedem Klotz. Mhm. Wir haben es da zu tun mit dem Thema Reibwerte. Reibwerte ist das, wie viel Energie kann ich umsetzen in Hitze, in Wärme. Mhm. Und das kann man messen. Das wird gemessen mit gewissen Diagrammen, die mir zeigen, welche Mischung baut wann, bei welchem Temperaturbereich die höchsten Reibwerte auf. Mhm. Und da kannst du durchaus durch die Kurven erkennen, je nachdem, was für eine Mischung ich wähle, kann ich völlig unterschiedlich verlaufende Reibwerte haben. Nach rechts ist die Temperatur. Okay. Nach oben ist die Bremswirkung. Genau, die Bremswirkung. Okay, also das heißt, dass zum Beispiel jetzt der DS3000, gelb hier, erst mit steigender Temperatur richtig seine Leistung aufbaut, ganz genau, aber dann eine sehr hohe Leistung bringt. Mhm. Das ist das Bremsgefühl. Der Rennfahrer hat gerne eine ansteigende Bremsleistung zum Kurvenscheitelpunkt, aber muss aber auch die Bremse wieder schlagartig lösen. Mhm. Nicht irgendwie hängen bleiben, kleben bleiben oder so etwas. Ja. Kommt immer auf die Anforderung an. Rundstrecke, ganz andere Anforderungen als Rallye. Klar. Ja? Mhm. Oder ein leichtes Formelfahrzeug, ganz andere Anforderungen als ein schwerer Tourenwagen. Mhm. Ja, und das entsprechend, oder das muss dann der Fahrer aber im eigenen Gefühl herausarbeiten. Mhm. Der wird nicht gleich mit jedem Klotz sofort glücklich sein. Ja. Der wird verschiedene probieren und irgendwann mal sagen, aber mit dem Klotz, da kam ich pärenstark zu Verbindung mit der Scheibe, ideal. Mhm. Ja, das kann schon wieder mit einer anderen Scheibe ganz anders aussehen. Ja. So, das sich kristallisiert sich über die Erfahrung heraus, mit welcher Paarung komme ich über die Jahre klar. Einfach nicht unbedingt die Jahre, das kann ja relativ schnell man erfasst, was sich da abspielt. Mhm. Und das gibt es im Grunde zu sagen. Und so gibt es eben Klötze mit verschiedenen Reibwerten. Hier haben wir jetzt welchen? Hier haben wir gerade, ich gucke gerade drauf, eine DS3000, das ist also mit einem Rundstreckenklotz, mit einem der höchsten Reibwerte. Rein optisch kann man da kaum was erkennen. Mhm. Vielleicht sieht man das geschulte Auge Metallanteile, das sind da Metallelemente, die den Klotz entsprechend, wie soll ich sagen, stumpf macht. Mhm. Andererseits ist natürlich, so ein Klotz hält natürlich niemals so lange wie ein Serienklotz auf unseren Altersautos. Mhm. So ein Klotz kann nach 2 Stunden wilder Hartz fertig sein. Ja, klar. Also steht hier auch nochmal die DS3000. Ja, DS3000, das ist jetzt die Mischung, den wir hier gesehen haben. Das ist genau die Mischung, die wir gerade gesehen hatten. Hier ist er nochmal im Text beschrieben, die gelbe Kurve, die wir gerade betrachtet haben. Mhm. Jo, das ist im Grunde so mal kurz zusammengefasst, was der Rennfahrer im Grunde dann mitbringt. Und kann man denn jeden Klotz mit jeder Scheibe fahren? Grundsätzlich nicht.
Aha. Weil ich eben schon sagte, eine einfache Scheibe, beispielsweise in Verbindung mit dem DS3000, wird die Temperatur im Leben nicht los. Da haben wir nach einer Runde Wellblech. Okay. Das, die Reibpaarung muss stimmen. Weil der Belag, der Reibwert so stark ist, dass die Scheibe sofort aufgearbeitet ist. Die Temperatur nicht okay. Abbauen können. Okay, das ist okay. Alles klar. Die glüht aus, schillert in allen Farben und wenn man das mal betrachtet, es gibt durchaus, kann die dann ausglühen und vollkommen ruiniert sein. Okay. Aber dann hätte ich noch eine Frage zu den Scheiben. Ja. Und zwar, es gibt ja jetzt hier wärmebehandelt RX. Nee, ja. RS. Ist ja gelocht und geschlitzt. Genau. Jetzt ist natürlich, in welchen Bereichen, weil es ist ja natürlich auch, wenn es gelocht ist, ist ja auch nochmal ein gewisser, also beziehungsweise macht sich das so bemerkbar, dass da wirklich so viel Wärme durch die extra Löcher abgetragen wird? Ja, es geht ganz einfach um die Vergrößerung der Oberfläche. Man könnte da auch noch wesentlich mehrere Löcher reinmachen. Oder das ist eigentlich jetzt eine Sache der Stabilität. Man macht bei Motorsportscheiben nicht allzu viele. Mhm. Guck dir Porsche-Rennautos an. Mhm. Häufig sind dort Rissbildungen von Loch zu Loch sehr schnell oder sehr früh zu erkennen. Mhm. Das betrifft meistens nur die Härteschicht. Mhm. Aber es kann unter falschen Klötzen, unter Überbelastung dann wirklich zu Totalabriss der Scheibe führen. Okay. Also im Motorsport nicht unbedingt immer so geliebt, die Lochung. Das ist jetzt mehr eine optische Sache für den Fahrer, der beispielsweise ein feines Rad fährt oder was zeigen will. Mhm. Der kann das machen. Ob er das dann... Mein Tipp ist immer die GT. Mhm. Oder eben die GTA. Aber wenn man hier zum Beispiel mal schaut... Da haben wir die Innenbelüftung, ja. Das hier ist Innenbelüftung, ne? Ja. Und da hast du gesagt, also wenn wirklich... Verschleißschichten. Also dann ist da ja eigentlich gar nicht so viel Schicht drauf, sage ich jetzt mal. Also, fahrbare. Das ist der Verschleißbau. Nee, das ist nicht so viel. Nee, ne? Sonst würde sie ja die Stabilität verlieren. Mhm. Wobei, ich weiß jetzt gar nicht, was für ein Typ wir hier gegriffen haben, von was für ein Fahrzeug. Das ist also nicht allzu üppig. Wenn wir jetzt eine Ferrari oder Porsche Scheibe geht, dann haben wir schon gewaltige Apparate. Aber das heißt ja im Endeffekt... Ja. Okay, ich habe jetzt noch keine Erfahrungswerte, weil das ist ja alles ganz neu für mich. Ja. Aber wie, mal mit denen belegen, wie viel, keine Ahnung, gibt es einen Richtwert, wie viel Stunden, Runden? Hängt mit deinem Bremsfuß zusammen. Ja. Es gibt Fahrer, die bremsen schon relativ weit vor der Kurve sanft an, aber es gibt auch Fahrer, die eben bis auf die letzte Rille anbremsen. Mhm. Dass die dann höheren Verschleiß verursachen. Ist klar. Ja. Möglicherweise fahren sie aber auch die besseren Rundenzeiten. Mhm. Und je nach Event, ob du jetzt ein Langstreckenrennen über 6 Stunden fährst oder ein Dreiviertelstunden-Event, mag die eine oder die andere Richtung die bessere sein. Es geht natürlich immer zulasten des Verschleißes. Mhm. Okay, aber das heißt, du würdest auf jeden Fall auch die GT... Ich bin ganz eindeutig ein Freund der GT-Ausführung. Ganz klar. Ja, genau, deswegen habe ich mich da auch... Aber das ist jetzt... Quasi zweimal vorne, ne? Nee, zweimal. Das sind wir, was wir jetzt hier sehen, sind wahrscheinlich vordere Scheiben. Es gibt bei moderneren Autos tatsächlich auch schon Autos, die auch hinten innenbelüftete Scheiben fahren. Ja, das haben wir nicht. Wir haben den E36. Ja, der hat hinten noch ganz normale, volle Scheibe. Okay. Aber, okay, da ist immer pro Achse, ne? Das ist immer eine pro Achse. Genau. Und wichtig dabei ist auch. Darf ich mal hinten aufmachen? Ja. Laufrichtung. Genau, das ist auch wichtig. Die sind laufrichtungsgebunden. Das ist wichtig, nur in der richtigen Laufrichtung wird die Scheibe richtig gut funktionieren. Ja. Mhm. Macht ja auch Sinn, weil dann wird quasi so damit eben der ganze Dreck rausgehauen. Ja, einmal das und es geht auch um die Kühlung, wohin diese Innenbelüftung hat ja ihre Arbeit, die muss ja ihre Arbeit verrichten. Es wird im Grunde durch die Rotation nach außen weg. Aber darfst du noch? Ja, lauf mal. Aber das heißt, diese Rillen sind wirklich, sind die für, weil ich habe... Also wir haben mehrere Aufgaben. Ist es mehr zur Lüftung oder mehr zu Bremsstaub abtragen? Nee, auch nicht das. Beim Bremsen entstehen auch Gase. Die müssen weg. Damit werden sie sauber abgeführt, ohne große Schwierigkeiten. Das Gleiche gilt für die Lochung. Die müssen ja, irgendwohin muss das weg. Weil das ist eine deutlich höhere Belastung als normaler Serienklotz beim Altersauto. Mhm. Und das zweite ist Reinigen des Klotzes. Mhm. Stell dir jetzt mal vor, du hast eine regennasse Fahrbahn
möglicherweise sind doch Ölfilm und Gummiabrieb, haftet ja auch auf der Scheibe. Und möchtest du nicht gerne zwischen Klotz und Scheibe haben, damit das abgeführt und abgerieben werden kann. Das hat auch einen Reinigungseffekt. Okay. Frage beantwortet. Ja. Kann es eigentlich bei so Rennen wie zum Beispiel 24-Stunden-Rennen auch mal vorkommen, dass dann die ganze Rennscheibe gewechselt wird oder halten sie in der Regel bis durch dann? Das kam oder kam in der Vergangenheit durchaus vor, dass man auch Scheiben tauschte. Okay. Das ist aber nicht einfach regelmäßig. Nein, ist heute bei den modernen Materialien eigentlich nicht mehr üblich. Im Falle eines Schadens natürlich. Ja, klar. Das ist die hintere Scheibe. Genau. Die ist jetzt nicht innen belüftet, klarer Fall. Genau. Bisschen kleiner auch. Ja, in den meisten Fällen. Bei den meisten Autos ist die hintere kleiner. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, wo auch eine hintere Scheibe durchaus mal größer sein kann. Das ist ja Heckantrieb, da braucht man hinten auch Bremskraft. Ja, Heckmotoren beispielsweise. Ne? Ja, da ist nicht viel drauf, muss man sagen. Ja. Werden wir dann sehen, wie lange die hält. Schauen wir mal. Ja. Alles klar, Herr Kommissar. Jo. Juti. Dann haben wir dieses, das kommt da noch mit. Ich glaube, der war hier drin, ja. Was ist da noch drin? Das könnte sein, dass das das Gutachten ist. Das ist das ABE. Ah, verstehe. Für verschiedene Scheiben, nicht alle, aber verschiedene sind versehen mit einer ABE. Da ist sie. Ah. Längst nicht alle Scheiben, aber verschiedene sind ausgerüstet mit einer ABE. Dürfte man die jetzt auch, also kriegt man da eine TÜV-Einprüfung? TÜV-Eintragung? Ja, du kannst es TÜV eintragen lassen, aber an und für sich ist eine ABE, reicht schon, wenn du sie einfach nur mitführst. Okay. Muss nicht unbedingt eingetragen werden. Empfehle ich zwar beim nächsten TÜV-Hauptuntersuchung mitzumachen, dann gibt es keine blöden Fragen von den grünen Jungs. Von der Rennleitung. Also würdest du jetzt auch sagen, die DS3000 mit den Scheiben sind jetzt erstmal bärenstark. Gute Kombi. Okay, alles richtig gemacht. Ich sehe hier gerade auf der Hinterachse die Ferodo DS3000 Mischung für einen BMW E36. Halte ich jetzt aufgrund des leichten Fahrzeughecks nicht für so zielführend. Ein bisschen aggressiv für die Hinterachse vielleicht. Man hat das nicht so gerne in schnellen, langen Kurven, wenn die Hinterhand so ein bisschen nach außen drängt. Ich würde empfehlen, da ein bisschen zurückzugehen, vielleicht ein bisschen weniger aggressive Mischung zu verwenden. Mhm. Ich würde den 2500er für die Hinterachse nehmen. Okay. Ja, nur als Tipp. Okay. Aus eigener Erfahrung, möglicherweise wirst du es mal anders mögen, aber als zum Anfang vielleicht. Okay, dann testen wir das. So. Also, was ist wichtig bei der Bremsscheibe beim Einbauen? Dass die Radnabe sauber ist und dass man die Laufrichtung beachtet, weil diese Bremsscheiben haben eine Laufrichtung. Die ist in dem Fall in Fahrtrichtung. Und sonst eigentlich nichts. Eigentlich braucht man hier noch die Schraube, um die Bremsscheibe mit der Radnabe zu fixieren. Ist die da hier? Genau die, aber die haben wir leider nicht. deswegen können wir es jetzt gerade noch nicht perfekt zusammenbauen. Dafür nehmen wir jetzt die zwei Radschrauben her. Aber mal hilft ja nichts. Wir wollen jetzt die Bremse erstmal hinbauen, den Bremssattel. Und den hole ich jetzt schnell. Zum ersten Mal zeigen wir euch jetzt, wie unser E36 Teilelager ausschaut. Das ist alles, kommt alles hier noch rein. Oh yeah. Da kommt ja fast alles entgegen. Ey. So. Wir haben hier das kleine Unboxing der Bremsen. Natürlich gibt es links und rechts. Und welches davon links und welches rechts? Jetzt können wir nochmal überprüfen hier bei der Bremse, ob der Bremsbelag frei sich bewegen kann. Kann er? Da wir genau wissen, dass wir die Bremse wahrscheinlich nochmal auseinandernehmen werden, weil wir noch die Bremsleitungen machen und alles drum und dran, fetten wir jetzt noch die Belege nicht ein. Wir bauen es jetzt erstmal trocken zusammen und die Bremsen bekommen auch nochmal eine andere Farbe. Aber wir wollen halt nochmal schauen wegen dem Schlauch und allem drum und dran und einfach mal zusammenbauen. Von daher machen wir es jetzt einfach erstmal trocken. Okay. Und die neuen Bremssattel kommen ohne Schrauben und ohne Führungsbolzen. Die müssen wir jetzt noch bei den alten rausholen. So bauen wir es normalerweise nicht zusammen. Bremsbeläge schleifen wir auch normalerweise. Entgraten wir die Kanten, bevor wir sie einbauen. Aber ich meine, bis das Auto fährt, muss erstmal Motor rein, ne? Kann noch ein bisschen dauern. Ja. Aber klar, wir sind schon mal
die Brake, dass man sich vorstellen kann, wie es ausschauen soll. Für eine Vorderachse ohne Bremse ist wie eine Hinterachse ohne Kupplung. Ja, definitiv. Und nachts ist kälter als draußen. Also, wir haben die Vorderachse eigentlich fast komplett eingebaut. Wir haben nur noch, was ich zur Vorderachse noch dazu zähle, ist eine Domstrebe, aber die wird uns jetzt eigentlich die ganze Zeit nur im Weg umgehen, deswegen haben wir sie jetzt noch nicht eingebaut. Aber wir haben vorderen Achsträger, vorderen Querlenker, vorderen Stabi, Lenkgetriebe, Fahrwerk, Bremsscheiben, Bremsbeläge und das war's. Also das heißt, die Vorderachse ist komplett drin. Wir haben jetzt gebraucht ungefähr 4 Stunden, 5, mit Filmen und so weiter und mit Unboxings. Also schafft man eigentlich auch, wenn man die Teile da hat. In einer Stunde. Ja, genau. Also das Filmen und Foto machen dauert schon echt immer eine gewisse Zeit. Aber genau. Das heißt, heute Vorderachse ziemlich fertig, im nächsten Video Hinterachse und genau, soweit ist eigentlich auch schon alles fertig. Wir haben die Teile da, wir haben die Lager eingepresst, alles super. Danke euch fürs Zuschauen, lasst uns, wenn euch das Video gefallen hat, ein Like da, abonniert uns, folgt uns bei Instagram und bis zum nächsten Video.